Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Harvest Moon, deine Tierparade Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut Weebler Games for You. Und wir sind hier natürlich unterwegs, um noch ein bisschen was für unsere Farm zu erledigen. Vor allen Dingen mal Mayonnaise machen würde ich ganz gerne. Da bin ich arg gespannt drauf. Die müsste ja jetzt schon da sein, die Maschine. So, alles klar, passt. Da ist die Maschine. Schöne kleine Mayonnaiseflaschen. Gutes Entenei. Gucken, was rauskommt. Entonese. Ja, lecker. Ob das schmeckt, keine Ahnung. Famose Mayonnaise. Ja, wegräumen natürlich. Nochmal famose Mayo. Und ein letztes Mal famose Mayo. Das Gute an der ganzen Sache ist, dass wir jetzt im Grunde genommen endlich so weit sind, dass wir aus allen tierischen Produkten, die wir haben, Weiterverarbeitungen realisieren können. Und das ist ja letztendlich eine sehr, sehr gute Sache, auf die wir stolz sein können. Von daher ist das natürlich eine ganz nette Angelegenheit. So. Gehen wir hier erstmal baden und dann würde ich sagen, gehen wir ab zum Wald. Schlagen uns noch ein bisschen Holz. Ich denke, das ist auch ganz praktisch. Genau, so, zack, das haben wir. Jetzt müssen wir noch ein Tier finden, auf dem wir reiten können. Wer bist denn du? Du bist die Heidi, ich brauch's nicht. Von hinten sehen die alle gleich aus. Das da könnte eventuell... Ah, ist doch Momo. Momo können wir auf jeden Fall benutzen. Dann suchen wir gar nicht weit herum. Sondern... gehen ab zum Wald. $875 Geld haben wir im Moment nur. Das muss natürlich wieder mehr werden. Damit wir die 25.000 aufbringen können für unsere Hütte. Ich würde sagen, wenn wir das Haus jetzt aufgewertet haben, ne, auf die nächste Stufe, dann machen wir als nächstes viele Ausflüge in die Mine und gucken, dass wir da unsere Werkzeuge verbessern. Und wenn wir das eine ganze Weile geschafft haben, dann würde ich gerne so ab dem Frühling, ehrlich gesagt, hätte ich das gerne so geregelt, dass wir vielleicht noch schaffen, ein neues Feld zu organisieren, ein neues. Vielleicht sogar das Feld, auf dem wir dann Bäume anpflanzen können. Das wäre mir ganz recht, so rein von der Planung her. Damit wir ab nächstem Jahr dann groß einsteigen. Natürlich nebenher noch mit den Frauen anbandeln. Bin ich sehr gespannt, wie sich das auch entwickeln wird. Sprich, das ein oder andere, was wir tun müssen, liegt noch vor uns. Wo haben wir sie denn? Hier haben wir die Axt. Das ist doch schon mal praktisch. Okay, komm. Wie viele Schläge man dafür trotz allem aber braucht, ne? Na? Ist auch komisch, dass erst Eisen und dann Kupfer kommt. Eigentlich ist Kupfer doch, was ist wertvoller, Kupfer oder Eisen? Ich weiß es gar nicht. Ich denke, ich finde Eisen besser, weil halt mehr Sachen irgendwie aus Eisen sind. Also in meiner Wahrnehmung zumindest. Wie ist das bei euch? Was haltet ihr für wertvoller, Kupfer oder Eisen? Vielleicht könnt ihr auch belegen, was wertvoller ist. Dann hätten wir alle was gelernt.
ne? Hier Holz für Holz, Scheit um Scheit sozusagen. So, nehmen wir hier mal den Hammer auch zur Hand. Bisschen Stein kann man, denke ich, locker gebrauchen. So, das Gute am Stein ist, der ist kaputt und ist kaputt. Und man muss den nicht noch weiter kaputt hauen. Komm. Jawohl, so muss das auch sein. Genau, weiter geht's, weiter geht's. Na, Zug um Zug, irgendwann kriegen wir es umgehauen. Ich versuche jetzt nur zur Erklärung, warum ich nicht den links gemacht habe. Ich versuche möglichst freistehende Bäume zu bekommen, damit die möglichst viel Holz geben. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn die direkt an der Kante stehen, geben die unter Umständen nur so 2-3 von den Holzscheiten. Und das ist ja suboptimal für unsere Zwecke. Ich stellt euch mal vor, ihr hättet eine neue Axt gekauft und die würde es jedes Mal beim Hochhalten so eine komische Geräusche machen wie hier beim Aufladen. Ey, nix da. Wie er da einfach mal Rambo-mäßig durch die Gegend rennt und alles kleinhauen will. Noch habe ich hier die Kontrolle. Wie steht ihr eigentlich zu PS4 und der Möglichkeit, anderen Leuten live beim Spielen zuzusehen? Weil PS4-Benutzer können ja untereinander bei Freunden zum Beispiel ins Spiel direkt reingucken, so wie die spielen. Findet ihr es gut, findet ihr es schlecht? Und teilweise sogar auch chatten und so ein Kram. Das finde ich wiederum ganz interessant. So, komm. Bin auf Zelda, bin ich gespannt, dass er jetzt rauskommt für die Wii U. Wind Waker. Das könnte, denke ich, ganz cool werden. So, jetzt gucken wir mal. Was haben wir hier den ganzen Kram? Habt ihr da eine Meinung zu Zelda? Kauft ihr euch vielleicht für die, die eine Wii U haben? Beziehungsweise habt ihr eine Wii U? Spielt ihr ja selber auf der Wii? Wie macht ihr das? Weil eine Sache, die die Wii U halt wirklich gut kann, ist jetzt Wii-Spiele in 1080p ausgeben. Ich meine, das ist zwar nicht echtes HD, aber zumindest hast du da keine Probleme mehr, das an einem neuen LCD-Fernseher, sage ich mal, anzuschließen oder LED-Fernseher. Das ist ganz praktisch, weil es eben über HDMI ganz normal läuft und das ist ganz cool. Kann da ja doch schon das ein oder andere Mal zu leichten Problemen kommen. Sonst, ich meine, so Komponentenkabel und so ist ja auch eine schöne Sache, aber halt nicht so einfach wie das HDMI-Kabel, weil ja viele Fernseher auch irgendwie scheinen gar keinen Komponenteneingang mehr zu haben und noch so Adapter-Scheiß und so brauchen. Und ich denke, das ist immer besser, wenn man es direkt anschließt. Bin ich von überzeugt. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass so die Virtual Console, die ganzen Titel, die es da mittlerweile für die Wii gab, dass die irgendwie nur schleppend umgesetzt werden auf die Wii U. Das ist insgesamt sehr, sehr schade, muss ich sagen. Was ich auch ein bisschen frech finde, ist, dass die jetzt eine Preissenkung gemacht haben, und die Wii U-Besitzer, die sie vorher gekauft haben, jetzt überhaupt gar nichts bekommen, so als Kompensation irgendwie.
Nicht, dass ich denke, dass sowas Hersteller immer bieten müssen, sondern weil Nintendo das im Zuge der 3DS-Preissenkung gemacht hatte. Und ich finde das jetzt wiederum ganz schön heftig, dass das hier nicht gemacht wird. Weil einmal so finde ich ein bisschen frech. Gehen wir mal pennen, würde ich sagen. Und gucken, wie viel Kohle wir machen. Ja, das ist doch mal lecker hier. 2200 mittlerweile nur durch unsere tierischen Produkte. Also das ist mal richtig geil. Kannst du sagen, was du willst. Richtig, richtig nice. So. Komm. Na, dann ab zu den Hühnern. Das dauert jetzt natürlich ewig, bis das Ei ausgebrütet ist, was ich ein bisschen schade finde immer. Aber was soll's. Dafür haben wir hier drei Eier. Drei famose, wie mir scheint. Also auf die Hühner kannst du dich verlassen, auf die Ente noch nicht so wirklich. Aber dafür ist sie auch Ente und kein Huhn. Muss ich glatt mal niesen, ey. Wahnsinn. Uah. Verrückt. Verrückt, verrückt, verrückt. Ich hasse Niesen. Schnupfen, Niesen und dergleichen. Schlimmste, was es gibt. Na komm. Genau, das passt. Runter mit dir. Zack. Zack. Da macht sie Quark Quark, die Christine. Mehr hat sie aber auch nicht zu sagen. Na, was ist los, Andi? Oh Gott, jetzt hat er uns so abgedrängt, dass wir hier tatsächlich auf dem Boden was direkt vor seine Schnauze gelegt haben, so wie er es haben wollte. Oder Schnabel. Bei Federvieh ist es ja dann doch der Schnabel. Dann gehen wir ab zu unseren Huftieren. Nee, mit der Axt kommen wir da nicht weit. Ich frage mich, ob man mit der Axt eine Kuh auch schlachten könnte. Nicht, dass ich das jetzt vorhätte, aber rein theoretisch wäre das möglich, eine Kuh so zu verletzen, dass sie nicht mehr Kuh ist am Ende. Okay, immerhin normale Milch. Gibt zwar nur normalen Käse, aber immerhin. Gute. Oder kann jemand wieder geschoren werden? Ich glaube aber gar nicht, dass wir eine Schere dabei haben. Müssen wir gleich mal gucken. Bestimmt vom Reiten gewesen gestern. Probieren wir erst einmal, ob wir Milch hier bekommen können. Ne, sieht nicht so aus. Freut sich aber, dass wir es versucht haben anscheinend. Ne, wir haben auch keine Schere dabei, die müssen wir nochmal holen gehen bei Gelegenheit. So, YouTuber auch einigermaßen versorgt. Jetzt müssen wir sie nur noch melken. Alles klar, die gibt famose Milch, so wie das sein muss. Und auch die Eutina ist famos dabei. Stimmt wegen dem goldenen Herz. So, komm hier, jetzt wird nochmal gebürstet. Alles klar, das passt ja. So, das ist in Ordnung, das ist auch soweit in Ordnung. Hier noch rein. Alles klar, das ist cool. Dann hier. Noch besser. Freuen sich die Tiere. Hier kriegst du was. Gouda. Damit es lecker schmeckt am Ende. Dann machen wir heute in der Folge jetzt erstmal keinen Käse.
sondern das sparen wir uns für die nächste Folge auf, nämlich aus einem ganz einfachen Grund. Wir müssen so oder so nochmal bei uns ins Haus rein. Und da die Folge eh jetzt bei der Viertelstunde angekommen ist, speichern wir und machen das mit der Schere, sprich der Wolle und dem Käse in der kommenden Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.